Hallo ihr Lieben, heute öffnen wir unser Wichtelpaket. Ja, auch wir machen das jetzt mal langsam. Halloween ist zwar schon vorbei, aber da die Post erst so spät kam und mein Paket erst am Donnerstag kam, öffnen wir es heute auf den Samstag, 5 Tage nach Halloween. Und zwar haben wir bei einer Halloween-Aktion mitgemacht, bei der Facebook-Gruppe Hunde-YouTuber und Blogger. Und ja, dann öffnen wir das mal. Ich finde das ganz süß gemacht. Mit so Halloween-Stickern. Ja, mein Paket ist von der Beatrice. Sie hat einen Hund, einen Sheltie. Der heißt Midi. Ich verlinke euch mal ihre Facebook-Seite und so. Alles unten in der Infobox. Auch die anderen, die mitgemacht haben, verlinke ich alle in der Infobox. Könnt ihr mal vorbeischauen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Wir haben heute einen kleinen Gast bei uns, der kleine Benny. Auch sein Hundekumpel ist dabei, der Sam. Ich kann euch ja mal ein Bild zeigen. Leider verstehen die beiden sich noch nicht, also Sam und Schoko. Darum ist jetzt nur Benny mit nach oben gekommen und Sam ist unten. Und guckt zu, dass die die Auffahrt richtig machen. Ja, also wir öffnen das jetzt mal. Alter, das ist eine Schere. Wie geht denn das geöffnet? Ich habe auch keine Ahnung von sowas. Ich öffne das jetzt wahrscheinlich komplett falsch. Aber ich reiße es jetzt einfach mal auf in der Hoffnung, dass da nichts drin ist. Ah, so. Keine Ahnung. So, als erstes. Nein. Als erstes kommt hier so ein Briefumschlag raus. Ich gucke hier gerade irgendwie Kombi-Kegel 50 mit Kombi-Ring 70. Was auch immer. Happy Halloween. Dein ursprüngliches Geschenk trifft 1. November ein. Deswegen das hübsche Blaue. Was zum Knabbern und für danach. PS. Auf der Rückseite kannst du sehen, was dich erwartet. Was? Kombi-Kegel 50 mit Kombi-Ring 70. Das erwartet mich? Wie jetzt? Okay. Kann ich euch ja mal zeigen? Hier ist übrigens... Könnt ihr ja mal lesen? Ja. Ist da drin noch was? Ja, hier drin ist noch ein Brief. Jetzt knurrt euch nicht an, das ist alles richtig so. Nein! Hey! Selbstgemachte Halloween-Kekse mit Kürbis und Hähnchen. Rezept für schaurig schöne Halloween-Hundekekse. Och, wie süß. Die sind zwar ein bisschen Halloween-mäßig, aber die kann man ja mit Ausstechform ganz leicht auch ganz gut... Ach, das hat Kaido-Kürbis sogar drin. Ja, dann werde ich die vielleicht demnächst mal machen. Ansonsten mache ich die nächstes Jahr zu Halloween. Das ist ja cool. Kürbis-Biskuit für Hunde. Kürbis-Mousse oder aus der Dose. Okay, das ist alles so Halloween-Sachen, also mit Kürbissen. Ich glaube, das kann ich dann wirklich erst nächstes Jahr machen. Ja. Was ist denn auch hier drin? Einmal sind hier... Hallo, das sind Kackertüten. 2 Kackertüten. Wir benutzen zwar immer andere, also die man von der Stadt bekommt, aber die kann man immer gut gebrauchen als Reserve und die habe ich dann immer ganz gut dabei, falls man Not am Mann ist. Vielen Dank! Och, ist das süß! Ist das cool! Das ist von DM, von Balea, milde Seife und da ist ein... Und sind meine Hunde drauf.
Und einmal Kuschelmonster. Wie süß ist das denn? Dankeschön. Das ist ja richtig süß. Guckt euch mal an, ihr seid da drauf auf meiner Seife. Und einmal zwei Knochen. Für die beiden. Oh, natürlich für dich und für Grace. Na, das kann ich euch jetzt leider nicht geben. Jetzt habe ich ja einen Hund dabei. Aber ich werde, also die werden das auf jeden Fall fressen. Hallo! Er kann ja schon seine Schnauze gar nicht davon halten. Das werden sie auf jeden Fall fressen. Dazu kenne ich sie einfach zu gut. Ja, ansonsten ist hier Verpackungsmaterial drin. Und wahrscheinlich wird uns dann das hier noch erwarten. Aber das ist ja echt cool. Kombi-Kegel 50 mit Kombi-Ring 70. Trainingsparcours, also. Das kann man echt gut gebrauchen. Also, ja. Vielen Dank. Und ich habe mich sehr gefreut. Und die Hunde sich auch. Schoko kann seine Schnauze. Er guckt die ganze Zeit. Kriegt die ganze Zeit auf diese Knochen. Und kann es, glaube ich, kaum erwarten, dass seine Gasthunde weg sind und er sich endlich über den Knochen hermachen kann. Ja, also vielen Dank dafür und doofe Post. Aber manchmal ist es halt so, kann man halt nichts machen. Ja, ansonsten wünsche ich euch jetzt erstmal ein schönes Wochenende. Und sobald, ich weiß ja nicht, aber ich glaube... Ich glaube, das kommt auch noch. So wie ich das hier lese, kommen diese Kegel noch. Und wenn die ankommen, dann werdet ihr auf jeden Fall zuerst davon erfahren. Und das wird auch in einem Video zu sehen sein. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.